So, auf dem Ladebildschirm habe ich übrigens gerade gesehen, dass wir bald schon Level 28 schon wieder sind. Das ist echt schon nicht mehr so richtig normal, aber gut. Oh, hier war ich offensichtlich schon mal. Ich begebe mich mal erstmal in die vollkommen falsche Richtung. Aber ja, hoffentlich doch mal jetzt in Richtung Little Lamplight. Johannes, bist du da? Johannes ist immer an meiner Seite. Oder zumindest an meinem Hacken. Ja, wo komme ich jetzt am besten durch? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So ein bisschen, oh, ein Red Skorpion. Eine beeinflussbare Umgebung, das wäre ganz nett. Brichst den ganzen Brahmin um, was war das denn eigentlich? Kleine Agro-Skorpion hier. Wirklich. Bitte hören Sie auf damit. Guck ich bitte mal an, wie wenig ich abziehe. Trotz kritischer Treffer. Ich sag mal. Johannes? Bist du auch noch dabei? Meine Güte, ey. Direkt mal zwei Stimpacks genommen. Ja, und die Brahmin sind da wohl Geschichte, würde ich sagen. Also ganz ehrlich, beim schwierigen Schwierigkeitsgrad, kann man direkt ein Steak rausschneiden, lustig. Bei den schwierigen Schwierigkeitsgraden kann man sich eigentlich gewisse Waffen wirklich schenken. Aber gut. Hatten die Brahmin irgendjemanden, der sie gehütet hat, oder waren die einfach so frei unterwegs? Wo ist denn Johannes jetzt hin? Das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Zumindest ist hier irgendwas, was immer das auch sein soll. Do not enter, ja, okay. Entdeckung Jailbird Brotherhood Abfallentsorgung. Oh, warte mal, das kenne ich aber noch gar nicht. Oh, der Lamp ist noch ein ganzes Stück entfernt. Nun! Die Neugier treibt mich rein. Da sind Kameraden, die ist auch aktiv sogar. Psst. Oh, 80 Kronkorken, vielen Dank. Irgendwas ist hier, ein durchschnittlich verschlossenes Terminal. Was will man hier? Compound. 2 von 8 korrekt. Contrast, das wäre C und O wären korrekt. Und das wäre es dann auch schon. Wahrscheinlich, weil ich für die Terminals geknackt habe, komme ich jetzt ganz gut voran mit den Level. Sperre aufheben, vielen Dank. Ach, davon. Und wir finden, oh, eine Marke mit Zielrichtung findet man nicht so oft tatsächlich. Kann ich gleich mal reparieren. Ein Erste-Hilfe-Kasten mit Stimpack und Red Axe und ein kleines ruiniertes Buch. Ganz toll. Ich höre hinter mir übrigens mittlerweile Johannes wieder. Es ist schön, ihn bei mir zu wissen. So, gehen wir nochmal runter und schauen uns mal an, was wir hier kurz so finden. Eine weitere Kakerlake. Okay, ein schwer verschlossener Schrank. Da bin ich immer mal interessiert. Red Axe. Weiteres Red Axe, ein Stimpack, Strahlenschutzanzug. Bestimmt nicht aus Spaß hier. Aber ich möchte ganz gerne wissen, was hier drin ist. Auch wenn es schwer verschlossen ist und es wird wahrscheinlich wieder mich zahlreiche. Ah ja, links. Oh, es war gar nicht schlecht. Mich zahlreiche Klammern kosten wird. Oh, das war nicht schlecht. Das war gar nicht so verkehrt. Waren fast durch, also hier vielleicht eher. Ah. Ah, eher nach oben. Noch ein bisschen nach oben. Na, noch ein bisschen nach unten. Und das war auch Klammer Nummer 2 oder sowas. Ah. Oh ja, sehr gut. Wir finden einen weiteren Strahlenschutzanzug und Red Away. Okay, Strahlenschutzanzug schenke ich mir gerade mal. Wir nehmen uns das Red Away hier. Die Toilettentür sind schon total verstrahlt. Okay, vielleicht sollte man gleich jetzt schon mal was Gegenstrahlung nehmen. Red X und Red Away kann ich auch gleich nochmal einmal schlucken. Hallo? Wenn nur Kakerlaken überleben, ist das kein gutes Zeichen in aller Regel. Eine Werkbank und ein Werkzeugschrank mit Altmetall. Okay, ich will
würde ich gerne wissen, was man hier drin findet. Eine Kronkorkenmine, das ist ganz nett. Bestimmt. Oh, eine Super Cola. Eine Nuka Cola, aber nicht. Quantum. Ich schätze, es ist gesichert. Okay, hallo. Hallo, Überlebender. Ein weiterer herrlicher Tag im Ödland, nicht wahr? Das ist verrückt, hier draußen gibt es keinen einzigen guten Tag, oder? Na doch schon. Warum so zufrieden? Warum sollte ich nicht zufrieden sein? Ich habe was zu essen, eine Unterkunft und weiß, dass die Menschheit wiederkommen wird. Ah, ein Gläubiger. Haben Sie die gute Neuigkeit noch nicht erfahren? Haben Sie das Ödland-Überlebenshandbuch noch nicht gelesen? Ob ich es gelesen habe? Ich hätte dabei geholfen, dieses Buch zu schreiben. Der große Überlebende sei gepriesen. Seien Sie gesegnet dafür, dass Sie Ihre Weisheit mit der Menschheit teilen. Sie haben uns allen neue Hoffnung gegeben. Na wunderbar. So war es gar nicht gedacht. Es ist nur eine Hilfe, am Leben zu bleiben, oder? Sie auch. Sie werden mir für diese Weisheit doch sicher was abgeben. Nein, ist doch eine... Na, es passt beides nicht so richtig, aber ich nehme als Erste, ja? Ja, es bringt uns bei, wie wir leben sollten, um in das einstige Paradies zurückzukehren. Es führt uns auf unserer Reise durch dieses verödete Land. Lisa mag bitte diesen Mann. Nehmen Sie das hier zum Dank. So viele von uns verdanken Ihnen ihr Leben. Gott segne Sie. Oh, vielen, vielen Dank. Das waren genau die richtigen Worte. Ein Meierlurk wurde gerade mal getötet. Okay, was genau hat mir das gerade gebracht, dass ich jetzt hier reingegangen bin, aber egal. Achso, ich hätte das Schloss mir mir schenken können, oder was? Aber das kann ich trotzdem noch knacken, ist ja kein Problem. Es sei natürlich, ich bin wirklich nicht besonders geduldig, wie jetzt zum Beispiel. Wunderbar. Aber was genau finde ich denn hier unten außer Strahlung? Okay, was für eine schöne Müllanlage, wo es eigentlich nur radioaktive Fässer gibt. Und hinten geht es noch weiter. Ja, natürlich öffnet sich nach innen. Ja, war nicht so spektakulär. Wahrscheinlich hätte man drin vielleicht noch ein bisschen mehr finden können, aber sei es drum. Wir sind erstmal auf dem Weg nach Little Lamplight. Wir haben jetzt gerade keine Zeit, um jeden einzelnen Ort hier ewig auszukundschaften. Oftmals bringt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wir haben es jetzt schon lang genug ablenken lassen. Aber da hinten sehe ich doch schon wieder was. Was? Oh, Todesgraue. Und ich habe gerade so einen Augenbot umherfliegen sehen. Den muss ich ja natürlich umbringen. Wo ist er denn? Die Todesklaue ist schon unterwegs. Ah, sehr gut. Und greift einen. Oh. Greift offenbar die Enklave an. Ich nehme an, das war der Augenbot, den du gerade zerstört hast, Todesklaue. Ja, tatsächlich. Okay. Dann gehen wir weiter hier hoch. Auch wenn es hier rechts unten ganz interessante Dinge zu sehen gibt, scheinbar. Oh, viele Dinge. Rockbreakers, Last Gas, Everglow Campingplatz und solche Dinge, auf dem ich auch gerade so ein bisschen vorbeigehe. Dennoch versuchen wir heute, vielleicht sogar noch in dieser Folge, möglichst mal nach Little Lamplight zu kommen, endlich mal. Ich muss aufhören, mich ablenken zu lassen. Das ist bei Open-World-Spielen relativ schwierig und auch gar nicht so gewollt, natürlich. Überall gibt es was zu entdecken, das ist ja genau der Sinn des Ganzen. Oh, den Sonnenuntergang entgegen. Da ist der verdammte Augenbot. Er hat überlebt. Ist nach rechts unten geflogen. Deine Propaganda werde ich jetzt mal ein Ende setzen. Den Platz, glaube ich, habe ich gerade entdeckt. Das ist schön. Hallo. Okay, wo genau ist der Campingplatz hier gerade? Ach, da unten. Na, guck mal kurz mal rein, komm. Da hinten ist irgendwer. Da. Oh, aber das sind keine freundlichen Menschen. Na gut. Dann nehme ich eine fiebische Granate entgegen. Und der nächste Kopf, bitte. Und auch du sollst nicht ungeschoren davon kommen.
Sehr gut. So. Dein Finger nehme ich mit. Und deine Kronkorken natürlich. Das gleiche bei dir und bei dir natürlich auch. Johannes Knoten noch. Heißt, dass er noch was ist? Ja, eher nicht. Okay. Gut, der Campingplatz ist jetzt nicht mehr so, so schön, wie er wahrscheinlich früher mal war. Ist hier noch irgendwas Schönes? Eine Quantum-Cola zum Beispiel? Eher nicht. Ein Erste-Hilfe-Kasten liegt da. Das ist ganz gut. Red Eggs und Stimpaks. Wunderbar. Apropos, Red Eggs hat gerade nachgelassen. Und die Stimpaks verbrauche ich mittlerweile wirklich wie Smarties. Ein Supermutant, okay. Laubbläser, hier hat irgendwer... Okay, eine Art Mahnmal gemacht. Na, super. Und weitere Supermutanten, die aber schon gelootet sind. Wurden die von den Raider umgebracht? Das ist aber für mich sehr unwahrscheinlich. So, nee, nach links. Weitere 10 mm Schuss, ein paar Pfeile, ist doch ganz nett. Okay. Ich sehe schon. Oh Gott! Wir haben die eigentlich geschossen da hinten. Ja, ich weiß es nicht. Oh. Warte mal, kurz Stimpaks. Ich brauche echt mal Deckung hier. Alter Schwede. Auf wen schießt ihr eigentlich? Alle aufeinander so ein bisschen. Gut, der ist tot. Der ist auch gleich tot. Jetzt ist er tot. Ja, ja, komm hier, Raider. Weißt du was? Ich bring dich so um. Wunderbar. Schönes Schwert. So, auch danke für deinen Finger und deine 10 mm Schuss und so ein Kram. Und eine Kampflinte ist sehr nett. Vielen Dank. So, ich höre es mal auf, mich ablenken zu lassen und geht's einfach weiter. Minigun ist mir egal, aber die Munition nehme ich mit. Und wir müssen weiter in diese Richtung aufbrechen. Ich sehe schon wieder, dass irgendwas auch schon wieder in dieser Richtung unterwegs ist. Und da ist wieder irgendwas anderes, was ein anderer Gegner ist mir egal. Ich gehe jetzt weiter. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich speichere auch gerade mal. Oh, falsche Waffe. Die wollte ich eigentlich haben. Und da ist schon wieder jemand. Und es sind Supermutanten. Na gut, die kann man wohl schlecht außer Acht lassen, wenn sie gerade mitten im Weg sind. Ein Herr der Supermutanten natürlich. Ey, vor allem so viele gleich mal. Warte mal, ich mach's mal anders. Ich nehme... Wetz zur Hilfe. Und werde deinen Kopf noch ein bisschen behaken. Bis du hoffentlich mal stirbst. Wunderbar. Dann nehme ich dich kurz und dein Sturmgewehr. Nein, Sturmgewehr nehme ich nicht mit. Da ist kein Chinesisch, ist mir das egal. Und dein Kopf soll ebenfalls dran glauben. Ah, naja, gut. Na, sag mal. Könnt ihr bitte aufhören, meinen Hund zu schlagen? Und ein Supermutanten-Biest. Das ist eigentlich besser als ein Herr der Supermutanten. Ich glaube, ein Herr der Supermutanten ist heftiger. Meine Güte. Okay, haben wir das jetzt? Holzhammer brauche ich nicht. Vielen Dank. 31 Erfahrungspunkte allein dafür. Oh, ich wollte den Holzhammer gar nicht mitnehmen. Daher lasse ich ihn direkt wieder fallen. Aber das Sturmgewehr kann ich gerade mal zusammenpacken. Wo ist denn der Holzhammer? Ich habe einen Hochleistungsofen mitgenommen. Den kann ich eigentlich liegen lassen. Dankeschön. Die Kampfflinte kann ich gerade mal zusammenpappen. Lasergewehr. Was habe ich denn gerade mitgenommen? Schmugglers Ende. Super, habe ich mitgenommen. Ah ja. Okay. Das passt so ein bisschen von der Belastung wieder. Und es ist mittlerweile Abend geworden. Über die ganzen Kämpfe hat man das kaum mitbekommen. Viertelstunde vergangen und wir sind hauptsächlich beschossen worden. Was für ein gefährliches Gebiet ist es doch hier drüben. Wahrscheinlich soll man da so ein bisschen als Spieler vom Anfang so ein bisschen ferngehalten werden. Was entdecke ich denn jetzt gleich? Irgendein Gegner ist da. Ah,
Der Mole Rat. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Komm, mal kurz mal hier hingehen, damit wir was entdecken. Lamplight Caverns. Ach, das ist noch ganz richtig schon. Data. Offenbar eine alte Bergbausiedlung oder sowas. Ach, wie schön mit den Lampen. Ah, Entdeckung Little Lamplight. Hier müssen wir rein. Wunderbar. Wer das nochmal? Ja. So schaffen wir uns ein bisschen Licht. Oh, das ist aber schön. Warte, das Licht kann man wieder ausschalten. Eine Badewanne. Es liegt, in Höhlen liegen immer wieder irgendwelche Badewannen rum. Ich habe keine Ahnung, ob die Höhlenbewohner jetzt unbedingt jetzt immer Badewannen brauchen. Hallo? Halt! Keinen einzigen Schritt weiter, sonst werden wir Ihnen Ihren verdammten Schädel vom Hals pusten. Hey, mal langsam, ich bin ein Freund. Sie sind groß und ich habe keine großen Freunde. Sie gehen besser wieder da raus, wo Sie reingekommen sind. Ich muss aber unbedingt zum Ort 87. Kennst du den Weg? Oder erstmal kurze Frage, was ist das für ein Ort? Das ist Little Lamplight. Wir wohnen hier und wir haben keine Lust, uns das von Mungus kaputt machen zu lassen. Also verschwinden Sie. Erzähl mir doch ein bisschen mehr von Little Lamplight. Warum sollte ich Ihnen was erzählen? Gott, sind Sie bekloppt. Okay, aber guter Punkt. Darf ich denn reinkommen? Sie kommen hier ganz bestimmt nicht rein. Kein Zutritt für Mungus. Sprache 75%. Ach, war es mir wirklich nett. Darf ich reinkommen? Aber ich wusste, selbst habe ich tatsächlich noch Erinnerung gehabt, denn wir hatten tatsächlich mal in Paradise Falls ein Kind gerettet. Oder mehrere Kinder gerettet und die haben tatsächlich gesagt, haben irgendwas mit dem Little Lamplight gesagt, weil ich jetzt noch richtig Erinnerungen habe. Und deswegen kann ich es gerade mal ganz gut anbringen. Ich bin übrigens der Einzige, der die Kinder in Paradise Falls gerettet hat. Ach wirklich? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Sie bescheuerter Mungo? Und zack, geht die Tür auf. Wunderbar, in Vault 87 eindringen ist mein Ziel. Na gut. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sticky. Tut mir leid, dass ich deine Party verpasst habe. Ja, ich auch. Tut mir leid. Tja, Glückwünsche kann ich jetzt echt gebrauchen. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Zeit zu gehen. Du kennst die Regeln. Die Regeln sind blöd. Du bist jetzt ein Mungo. Du musst jetzt gehen. Kann ich nicht noch ein bisschen länger bleiben? Tschüss, Sticky. Ja, tschüss, Sticky. Jetzt steh da nicht blöd rum, sondern hau endlich ab. Okay, diese Folge, ganz kurz. Diese Folge, dieser Ort. Wahrscheinlich fallen mir verschiedene Dinge ein. Erstens, das ist übrigens der Ort, bis zu dem ich gespielt habe. Damals zum allerersten Mal, als ich Fallout 3 gespielt habe. Weiter als hier habe ich nicht gespielt. Das heißt, der Rest ist wirklich völlig blind für mich. Auch schon, jetzt, wo ich das Spiel fast zu Ende ist. Zweitens ist das ein Ort, der sehr, sehr stark für mich inspiriert ist von einer Folge von Star Trek Classic tatsächlich, wo wir auf einen Planeten kommen, wo Kinder, der sozusagen nur von Kindern bewohnt ist. Und man fragt sich ja, warum ist er nur von Kindern bewohnt? Ja, weil es irgendwie mit dem Alter von der Pubertät letztendlich sterben in irgendeiner Form. Und die werden ebenfalls, wenn ich als Mungos bezeichnen in der Folge, sondern als, ach, was weiß ich, als irgendwas anderes. Und wenn sie halt alt genug sind, müssen sie halt gehen, beziehungsweise sie sterben schlichtweg hier. Und das ist einfach mal das genau dasselbe. Wie geht's? Na, Sticky? Wow, was für ein Glück. Ich bin Sticky. Vergessen Sie die Kleinkinder da. Ich bringe sie nach Big Town, wo die Mungos, ich meine, die Erwachsenen leben. Ja, in Big Town waren wir schon mal, nicht wahr? Wo die Erwachsenen leben? Big Town. Noch nie von gehört? Da gehen all die Erwachsenen hin. Naja, auf jeden Fall gehen sie dorthin, wenn sie erwachsen geworden sind und Lamplight verlassen müssen. Ich kann ihnen den Weg zeigen. Wieso sollten sie ihre Zeit mit einem Haufen rotznäsiger Belger verschwenden? Gehen wir. Dir ist schon klar, dass Big Town relativ weit entfernt ist und die Strecke wirklich gefährlich ist. Okay, ich bringe dich nach Big Town. Erst muss ich Little Lamplight besuchen. Später. Du bist natürlich allein gestellt, keine Lust, Playbase für dich zu spielen. Das ist korrekt, aber ich bringe dich erstmal später hin. Ich darf nicht mehr nach Little Lamplight. Nur wer unter 18 Jahre ist, darf in Little Lamplight leben. Sobald sie mit den kleinen Belgern fertig sind, können wir zusammen nach Big Town gehen. Ich warte draußen auf sie. Ja, mach das doch schon mal. Geht's besser als einem Hund mit einem Haufen Knochen. Das ist ja super. Aber erst wollte ich gerne mit dem Herrn da sprechen, der da oben war, der jetzt nicht mehr da oben ist. Okay, wo bist du denn? Hier,
Sip, bist du es gewesen? Bürgermeister sagt, es ist okay, dass sie hier sind, oder? Mungos dürfen hier nämlich nur rein, wenn sie okay sind. Sie sind ein okay Mungo, oder? Dann bin ich wohl ein okay Mungo. Wenn sie sind, muss ich sie aufhalten und dazu muss ich meine Pistole aus dem Schrank holen. Also warten Sie hier, okay? Nein, nein, ich will keinen Ärger machen. Du brauchst deine Waffe nicht. Oh gut, denn MacReady sagt, ich darf meine Knarre nicht mehr haben. Jedenfalls nicht seit dem letzten Mal, obwohl es echt nur ein Unfall war. Hey, Sie haben nicht zufällig eine Nuka-Cola, oder? Wenn ich schon keine Knarre haben darf, dann auch bestimmt eine Nuka-Cola. Egal, ich heiße Sip. Sie wissen schon, fast wie ein Zipper. Nicht, weil ich aus Metall bin, sondern weil es bei mir oft auf und ab geht. Warum heißt du Sip? Warum Sip? Warum überhaupt ein Spitzname? Ja, wieso nennen Sie mich nicht einfach Ricky? Oder Jensi? Oder Justus B. Wenderbanger der Dritte? Sie sagen, den Namen habe ich, weil ich so schnell bin, aber ich bin meiner Meinung nach gar nicht so schnell. Sie sind alle nur tierisch langsam. Das wird vielleicht ewig ein Geheimnis bleiben, ein bisschen wie die Frage, wie die Bläschen in die Nuka-Cola kommen. Haben Sie eine? Du hast doch gesagt, du bist auf der Suche nach einer Nuka-Cola. Ja, und ich habe jede Menge zum Tausch anzubieten. Wenn Sie aber keine Nuka haben, kriegen Sie gar nichts, basta. Ah, du bist also derjenige, der, dem man sozusagen Nukas anbieten kann. Für Geld wahrscheinlich, wie auch anderen Bücher oder Altmetall oder weiß ich nicht was. Ich gehe, du bleibst weit weg von mir. Okay, bis zum nächsten Mal, Miss. Vielen Dank. Princess. Was zum Teufel hat sich RJ dabei gedacht, einen Mungo wie Sie hereinzulassen? Ich mag dich also, jetzt schon nicht. Für wen arbeiten Sie? Raiders? Sklavenhändler? Mutanten? Antworten Sie, Mungo. Der Bürgermeister ließ mich rein, weil ich deine Freunde gerettet habe. Oh, Sie dachten, Sammy und die anderen hätten es nicht irgendwann allein zurückgeschafft. Eher nicht, bei allem, nein. Was ich ihm beigebracht habe? Also, wer sich hier länger aufhalten will, sollte wissen, dass ich Prinzess bin und hier das Sagen habe. Und nicht vergessen, Mungo. Ich muss unbedingt zu Vault 87. Kennst du den Weg? Da geht keiner von uns hin. Ist echt übel da. Wenn einer was weiß, dann ist es der Bürgermeister. Okay. Wie ist es so, das ein Hintertor zu bewachen? Es ist so langweilig. Es versucht so gut wie gar keiner mehr, durch das Hintertor reinzukommen. Ich habe gar keine Chance mehr zu schießen. Wäre lieber am vorderen Tor, aber RJ hat mich gezielt hier hinten stationiert. Vorne hätte ich wenigstens eine Chance, unerwünschte Besucher abzuknallen. Sie mit einbezogen, Mungo. Ja, vielen Dank. Warum wirst du noch mich... Oder es wäre ein Fehler gewesen, mich zu schießen. Ach echt? Was für eine lebhafte Fantasie Sie haben. Du, ich hab schon Dinge gesehen. Wenn Sie jemandem einen Bären aufbinden wollen, sollten Sie sich besser an die jüngeren Gören halten. Ja. Wie kommt denn, jemand wie du zu dem Namen Princess? Würde mich auch mal sehr interessieren. Ich muss Ihnen keine Rechenschaft ablegen, Mungo. Halten Sie den Rand und ziehen Sie Leine. Okay. Aber wenn wir schon dabei sind, gehen Sie mir nie wieder mit blöden Sachen wie Spitznamen auf die Nerven, klar? Klar, Prinzesschen. Ich bräuchte übrigens einen Weg. Nee, ich brauche keinen Wegbeschreibung. Von dir brauche ich aber gar nichts. Zeit. Gut, mit dir muss ich also nie widersprechen. Das ist schon mal schön. Wo ist jetzt der Bürgermeister? Hier sind Souvenirs. Wo ist jetzt der Bürgermeister hin, der uns wahrscheinlich gerade das Tor geöffnet hat und uns auch offen gelassen hat, lustigerweise? Ach, er geht gleich raus, okay. Das warst du, oder? MacReady. Okay, gehen Sie rein, aber ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Sie machen keine Dummheiten hier, verstanden? Ich dulde keine verdammten Idioten, die hier Unruhe stiften. Ich will hier keinen Ärger anzetteln. Gut, weiter so, Mungo. Ja. Ich muss übrigens unbedingt zu Vault 87. Kennst du den Weg? Dort ist es nicht sicher. Nicht mal für jemanden, der so mutig ist wie Sie. Da gibt es Monster. Monster? Welche Monster denn? Die großen Monster da. Die, die irgendwie wie Menschen aussehen, aber wo irgendwie nichts zusammenstimmt. Ah, Supermutanten. Aber kennst du den Weg dorthin? Ja, ich kenne den Weg. Man muss über den Mörderpass. Nicht wirklich eine sichere Strecke, aber die einzige Tür, die funktioniert. Ist das der einzige Weg? Das ist der einzige Weg, der funktioniert, ja. Die andere Tür war schon kaputt, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Der Computer ist im Eimer und sogar Joseph kann ihn nicht reparieren. Danke, aber wo finde ich Joseph? Ich bin der Bürgermeister und kein Babysitter, Mungo. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er da hinten bei der Tür. Null Ahnung. Wie sorgst du eigentlich für Recht und Ordnung? Wie wir uns hier organisieren? Haben Sie sich schon mal umgesehen? Die reine Anarchie! Und ich will's verdammt nochmal genau so haben. Wir können nicht alle für immer hier bleiben. Also müssen wir irgendwann gehen. Und es gibt nicht viel da draußen, auf das man sich freuen könnte. Wir haben einfach unseren Spaß, solange wir hier sind. Und hier und da sorgt ein unbarmherziger kleiner Bastard wie ich für Ordnung. Okay, aber wie bist du zum Chef geworden? Ist gar nicht so kompliziert. Jedes Kind kann Bürgermeister werden. Die meisten wollen nur nicht die Verantwortung einer Führungsrolle übernehmen. Meistens bleiben sie im Amt, bis sie keine Lust mehr haben oder einen Arschtritt vom neuen Bürgermeister bekommen. Einmal dauerte das nur 5 Minuten. Ich mache das jetzt schon seit 3 Jahren. Das macht mich für die meisten Kinder zum Bürgermeister auf verdammte Lebenszeit. Da habe ich nichts dagegen.
Sie sagten, jeder muss mal irgendwann weg. Die Leute werden anders, wenn sie erwachsen werden. Hier unten wollen wir keine Mungos. Deswegen gehen wir alle nach Big Town, bevor wir zu alt sind. Das sagt zumindest Joseph. Der wahre Grund ist, dass wir einfach nicht genug Platz und Essen haben, damit alle ihr ganzes Leben lang bleiben können. Deswegen muss ich manche ins Exil schicken, damit die Stadt überleben kann. Echt scheißharte Entscheidung, aber sonst gehen wir hier drauf. Verstehe. Das ist alles, was ich zur Zeit wissen muss. Es wird aber auch Zeit. Aber ein paar Dinge würde ich ganz gerne wissen. Mit wem habe ich eigentlich genau die Ehre? Ich bin MacCready. Ich bin der Chef in Little Lamplight, weil ich der Bürgermeister bin. Und ich mag keine Fremden. Und keine Mungos. Okay. Ja, ich würde gerne über den Mörderpass zu Vault 87. Sind Sie sicher? Da drin ist es wirklich schlimm. Nicht mal ich gehe gern dort rein, obwohl ich echt Mumm habe. Bin mir ganz sicher. Okay, wenn Sie meinen. Na los, gehen wir das Tor für Sie öffnen, Mungo. Okay, das geht erstaunlich leicht. Ich dachte, da wird man noch mehr machen müssen. Schön mit den Höhlen hier. Hier ist nichts Besonderes los. Okay, ja, dann erstmal tschüss. Zip, klopf, klopf, okay. Ich renne erstmal hinterher. Ah ja, Souvenir ist rechts, Spelunkas links und Great Chamber ebenfalls links. Das sind echt sehr weitläufige Höhlen, meine Güte. Entschuldigen Sie bitte. Vorsicht. Ja. Mörderpass, okay. Also Mordpass eigentlich eher. Und ich, na egal. Johannes ist schon da. Der weiß, was abgeht. Wer bist du denn? Du bist nicht Johannes, du bist Hooligan. Ja, er hat mich offenbar nicht so viel zu sagen. Kein besonders erleuchteter Hund. Mein Gott, wo bist du denn jetzt? Ach, hier hinten. Vorsicht! Was ist jetzt schon wieder, Mungo? Das war's dann wohl, oder? Ja, ja, schon gut. Und tschüss. Nun, da geht's also zur Vault 87. Aber ganz ehrlich, da ich schon mal hier bin, würde ich ganz gerne noch ein bisschen Little Lamplight erkunden. Das ist ja wohl ganz klar. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.